Welch Unglück hat das Schicksal mir beschwert. Ich, der alle Wunder der Welt gesehen hatte, bin nun im Gefängnis von Genua eingesperrt und büße für die Niederlage in der Seeschlacht vor der Insel Curzola. Der Friedensschluss zwischen Venezianern und Genuesen braucht sehr viel Zeit, da bin ich mir sicher. Deshalb, meine verehrten Herrschaften, machen Sie es sich gemütlich, denn ich werde Ihnen meine Geschichte erzählen. In Venedig angekommen, erfuhr mein Vater vom Tod meiner Mutter und dass nur ich, Marco, ihn erwartete. Zu der Zeit war ich 15 Jahre alt. Nachdem Papst Clemens gestorben war, wartete er noch ganze 2 Jahre auf die Wahl des neuen Pontifex, um die Botschaft von Kublai Khan zu überreichen. Doch dann beschloss er, erneut aufzubrechen und gemeinsam mit meinem Vater und meinem Onkel trat auch ich die Reise an. Beobachtete neugierig die an uns vorbeilaufenden Leute, gab aber Acht, nicht mit ihnen zusammenzustoßen. Gelang es uns, unbemerkt zu bleiben. Wir waren wie versteinert. Und dieser Vorfall machte uns bewusst, wie gefährlich unsere Reise war. Betrübt setzten wir den Weg durch die weite Sandwüste fort. Eine Reiterschar, die direkt auf uns zuhielt. Bleibt ruhig und macht keine Dummheiten, befahl mein Vater mit fester Stimme. Das sind Soldaten der Sarazenen. Samum, schrie Onkel Matteo. Der heiße Wind, der die Lungen mit Sand füllt, bis man keine Luft mehr bekommt. Schon möglich, sagte Nicolo. Aber sicher ist das nicht. Das Wasser aus diesem Brunnen könnte vergiftet sein. Wir ziehen lieber mit unseren wenigen Wasserreserven bis zur nächsten Oase weiter. Bereits dunkel und so schlugen wir unser Nachtlager auf.
Mein Vater reichte uns rasch ein Seil, an dem wir uns gut festhalten sollten. Wir waren gerade ein Stück inmitten dieser Sandwolke weitergekommen, als plötzlich unheimliche Gestalten unter schrecklichem Geschrei ganz schnell auftauchten und wieder verschwanden. Es waren die Kaunas, die furchterregenden Wüstenräuber. Und er zeigte auf einen Punkt in Richtung Felsen, stand einmal die Festung des Alten vom Berge, der Anführer der Assassinen. Der Alte war nicht nur ein mächtiger Mann, sondern auch ein erbarmungsloser Verbrecher. Er besaß, so wird es im Koran beschrieben, einen wundervollen Garten mit Wein. Aber es kam anders. Wieder behielt die Prinzessin die Oberhand und, nachdem sie schließlich ihren Gegner zu Boden geworfen hatte, blickte sie ihren Vater resigniert an, während Kasar sich mit Mühe erhob und gedemütigt zurückzog. Sollten wir ins benachbarte Chengdu, die Sommerresidenz des Kaisers, begleitet werden. Ringsherum saßen die adligen Herren des Kaiserreiches und in der Mitte, auf einem prachtvollen Thron, saß er, der größte Gebieter Kublai Khan. Bevor Kublai mich entließ, sagte er mir, dass ihm meine Beobachtungsgabe sehr hilfreich sein könne und er schon daran gedacht habe, mich mit einem Auftrag zu betrauen. Von Pfeilern, Stangen und goldenen Stöcken verschwanden Standarten, Tücher und Vorhänge, Fahnen, Teppiche und bemalte Wandverkleidungen. Es verschwand in rascher Anordnung eine ganze Stadt. Nieder und reichte es Kublai Khan. Damit gab er unter Trommelwirbel und Trompetenschall die Macht zurück, die ihm der Großkhan während seiner Abwesenheit übertragen hatte. Dieser Mann war Ahmad. Während sie von großem Beifall begleitet wurde.
Dann gab es Spiele, Tänze, turnerische Übungen und Wettkämpfe zwischen den besten Ringern. Schließlich erhob sich unter funkelnden Feuerwerkskaskaden der große rot-grüne Drache in die Höhe. Erklärte mir, dass es eine Bestrafung sei. Einige Bauern hätten Reis und Getreide versteckt, was sie als Abgabe leisten sollten, und nun bezahlten sie für ihren Betrug mit der Zerstörung ihres Dorfes. Hunde. Mir blutet das Herz. Unsere Soldaten sterben im Stich gelassen auf jener Insel. Mein einziges Urteil, das ich über euch verhänge, ist der Tod. Noch vor morgen werden eure Köpfe rollen. Nayan wurde gefangen genommen und sofort zum Tode verurteilt. Kublai Khan befahl, dass sein königliches Blut nicht auf die Erde verschüttet und weder der Sonne noch der Luft ausgesetzt werden sollte. Er wurde deshalb in einen Teppich gerollt und von den Pferden der Sieger so lange getreten, bis er tot war. Etwas sehr Wichtiges zurück. Deine Geschichte wird vom Vater zum Sohn überliefert werden. Von Generation zu Generation. Vergiss uns nicht. Komm zurück, wenn du kannst. Die lange Heimreise hatte begonnen und ich verharrte regungslos auf dem Schiff, während die Küste Chinas langsam am Horizont verschwand. Tiefe Melancholie erfüllte mich. Vielleicht war es die Vorahnung oder vielmehr die Gewissheit, dass ich nie wieder dorthin zurückkehren würde. Mich tröstete damals der Gedanke, dass ich, einmal in Venedig angekommen, meine Abenteuer hätte erzählen können. So wie ich sie nun euch erzählt habe, meine lieben Freunde, ihr, die ihr mich eingehüllt in einer magischen Atmosphäre von Klängen und Worten auf dieser langen und faszinierenden Reise begleitet habt.